Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute mal ein bisschen in dem Homebrew App Store für die Wii U rumgestöbert und habe ich mir ein paar Spiele rausgesucht, die es sich vielleicht lohnt, die runterzuladen, weil die ganz lustig sind. Aber können wir schon anfangen mit Asteroids von Brionge oder Brienche oder so. Je nachdem, wie ausgesprochen wird. Und das hat schon ein ziemlich fancyes Intro. Ich hoffe nur, dass die Hintergrundmusik nicht irgendwie urheberrechtlich geschützt ist oder so. Das wird aber ein bisschen fies. Zumindest ist das halt das typische Asteroids. Man kann hier rumfliegen und Steine zerstören und hoffen, dass man dabei keine Steine trifft. Und je mehr von den Steinen man zerstört, desto unübersichtlicher wird das am Ende. Ist halt das typische Asteroids. Sollte man eigentlich schon gespielt haben, irgendwann mal. Momentan gibt es mir hier irgendwie ein paar zu viele kleine Steine. Aber es sollte sich auch bald ändern. Das war doch kurzzeitig ein bisschen knapp. Und das war noch knapper. Aber am Rand sollte man nicht so unbedingt sein, weil da ganz schnell mal Steine spawnen können. Übrigens kann es sein, dass ich die Spiele teilweise schon gezeigt habe in Videos. Aber jetzt gibt es die eben auch für den Humble Launcher und so. Mal schauen, wie weit ich komme. Ich glaube nicht so weit. Und ich glaube, jetzt bin ich auch schon gestorben. Dann können wir uns die nächste Humble angucken. Die Menübedienung ist bei dem Spiel noch etwas gewöhnungsbedürftig. Man bestätigt nämlich nicht mit A, sondern mit Start. Und dann können wir uns Cave angucken. Bei dem Spiel bin ich mir schon ziemlich sicher, dass ich das schon mal in einem Video gezeigt habe. Aber jetzt gibt es das eben auch für den Humble Launcher. Und es ist halt sozusagen so ein konsolenbasierendes Rollenspiel. Man bewegt dieses AD. Das D ist, glaube ich, ein Hund oder so, für den man dann auch irgendwann ein Futter braucht und sowas. Und dann kann man hier noch irgendwelche Fs einsammeln und so. Und das ist ganz lustig. Und dann kann man seinen Hund irgendwie auch füttern. Dann gibt es da versteckte Stacheln in so einem Kram. Und Türen, die verschlossen sind. Also ein Kram halt, was zu so einem konsolenbasierenden Rollenspiel dazugehört. Um den Start kann man hier eben den Hund füttern. Ich glaube, man muss sehen, dass der nicht verhungert. Ich würde sagen, dann haben wir es auch gesehen. Und dann können wir zum nächsten Spiel gehen. Das ist nämlich Pong. Das sollte eigentlich jeder schon kennen. Die Wii U-Version ist ein bisschen buggy und es ist auch teilweise nicht so leicht hier anzufangen und so. Und eigentlich ist es für zwei Spieler, damit der eine den linken und der andere den rechten Bumper benutzen kann. Aber man kann es auch alleine spielen. Nur dass das Gameplay irgendwann ziemlich monoton wird, weil der Ball immer in einem 90-Grad-Winkel bzw.
Ja, doch, es müsste 90 Grad Winkel sein, zurückgeschleudert wird. Ich glaube, so spannend ist die Homebrew auch nicht. Aber vielleicht ganz lustig, wenn man mal mit Freunden spielen möchte oder so. Und damit können wir zu Snake View. Von dem die Homebrews sind, kann man übrigens auch immer bei dem Startbildschirm sehen. Und da steht Hold Start und man muss Start noch einmal drücken. Und es ist halt Snake. Wer schon mal ein altes Handy benutzt hat, so ein ganz altes Nokia, der müsste das Spiel auf jeden Fall kennen. Und lustigerweise läuft das Spiel schneller, wenn man die Taste gedrückt hält. Da hätte ich ein bisschen später zur Seite drücken sollen, da wieder. Es geht eben darum, dass man hier als Schlange möglichst viel Essen sammelt und da um eine noch größere Schlange zu werden. Und sich am Ende selber zu fressen oder in den Rand reinzulaufen. Die späteren Snake-Versionen fürs Handy hatten ja auch die Möglichkeit, dass man durch den Rand durchgehen konnte und am anderen Bildschirmrand wieder gespawnt wurde, aber das hat diese Version hier nicht. Und es ist echt irritierend, dass das Spiel schneller läuft, wenn man die Taste drückt. Also da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Und da hat ein Entwickler wohl ein bisschen was Falsches gemacht. Ansonsten ist das Design noch ziemlich minimal. Noch mit am kompliziertesten sind diese Asteroid-Spiele. Oder habe ich auch verloren, das heißt, wir können uns das nächste Spiel angucken. Und das sind jetzt bei Space Game von VG Mose. Mit einer kleinen Anlehnung an GBA-Temp, aber das ist deutlich einfacher als Asteroids, weil man halt eigentlich mit dem Touchpad immer überall sofort hinziehen kann und eigentlich sollte man das Spiel auch auf dem Gamepad spielen, weil man dann eben sieht, wo man hinschießt. Denn man kann nur mit dem Stylus schießen. Und lustigerweise kann man, glaube ich, nur ein Level aufsteigen, wenn man stirbt. Zumindest ist das bisher der einzige Weg, den ich gefunden habe. Vielleicht auch bei irgendwelchen besonderen Punktezahlen. Aber die habe ich dann glaube ich noch nicht erreicht. Falls es die gibt. Oh doch, anscheinend kann man doch bei. Kann man wirklich mit bestimmten Punktezahlen aufsteigen, denn ich bin schon Level 3 und ich bin ja nur einmal gestorben. Und bei jedem höheren Level werden die Tempis dann schneller. Und es werden, glaube ich, auch mehr. Naja, das Spiel haben wir damit auch gesehen. Und auch ein Passwort, um da weiterzuspielen bei dem Level. Falls wir nicht wieder ganz von vorne anfangen wollen. Und dann kommen wir zu Tic-Tac-Toe, was auch ein Multiplayer-Spiel ist. Das heißt, man muss das Gamepad oder den Stift immer umhergeben. Und dann muss man eben versuchen, gegen sich selber oder nicht, eigentlich nicht gegen sich selber, sondern gegen einen anderen Spieler, Tic-Tac-Toe, zu spielen. Leider gibt es hier keine KI oder sowas, das heißt, es ist irgendwie ein bisschen sinnlos, das alleine zu spielen. Von daher geht es auch schon zur nächsten Homebrew. Unser YouClick, das ist auch die letzte Homebrew, die ich heute zeigen werde. Und es ist halt einfach, dass man versucht, so viel wie möglich in einer möglichst kurzen Zeit zu klicken und so möglichst hohen Score zu bekommen. Jetzt habe ich schon den Score 54, mal gucken, ob ich den nochmal überbieten kann. Aber ich glaube, da habe ich ein bisschen zu lange die Hand sozusagen umgelegt auf dem Gamepad. Ganz erreichen werde ich jetzt nicht, aber ich habe lustigerweise genau den gleichen Score erreicht. Mal gucken, ob ich nochmal hoher komme. Eigentlich müsste es ja gehen.
Und das sieht doch diesmal ganz gut aus. Noch 4 Sekunden und schon 54, ja, diesmal geht's ja. 61. Wenn du meinst, dass du den Score schlagen kannst, kannst du das ja auch mal ausprobieren und mir dann einen Screenshot davon oder so in die Kommentare schreiben oder posten. Aber das war's dann auch schon mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Bei Fragen kannst du dich gerne in den Kommentaren an mich wenden. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Video und ciao, Kakao.